Jetzt kommen wir zum Weberofen, dessen Handhabung sich besonders durch den Einsatz von Wasser von anderen Öfen unterscheidet. Zum Befeuern des gut 20 Kilogramm schweren, sehr stabilen Ofens dient Holzkohle. Bis die Kohle durchgeglüht ist, bleiben die unteren Lüftungsschieber voll geöffnet. Die eingesetzte Wasserwanne wird mit 2 Liter heißem Wasser gefüllt. Es sorgt für eine hohe Luftfeuchtigkeit im Ofen und soll verhindern, dass das Fischfleisch zu trocken gerät. Da trotzdem kein Dampf entsteht, weicht die Haut des Fischs nicht auf. Auf die Holzkohle kommen gleich zu Beginn des Garens aromatisierte Holzstücke, die vor dem Einsatz mindestens eine Stunde im Wasser liegen und danach gut abgeschüttelt werden. Die Nässe steigert die Rauchmenge und vermeidet das Entzünden des Holzes. Geräuchert wird der Fisch auf 2 Gittern in einem kombinierten Gar- und Räuchervorgang. Je weiter die unteren und oberen Lüftungsschieber geöffnet sind, desto mehr Wärme entsteht durch das Anfachen der Holzkohle. Das eigentlich zum Messen der Temperatur im Räuchergut gedachte Thermometer misst hier die Ofentemperatur. Laut Ofenhersteller beträgt die optimale Wärme 93 Grad. Unabhängig vom Ofen erleichtert ein Fleischthermometer bei besonders dicken Stücken die Prüfung, ob der Fisch durchgegart ist. Bei 60 bis 70 Grad Celsius im dicksten Bereich ist alles in Ordnung. Ob der Fisch gar ist, lässt sich mit dem Rückenflossentest oder mit dem Fleischthermometer feststellen.